So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von XCOM Enemy Unknown. Okay, Störung. Ich will doch nur hier rüber. Dankeschön. So, was wir jetzt machen, ist einfach nach Aktivitäten scannen. Oh. Und schon ist die Scheiße direkt am Dampfen. Okay, Freunde, wie sieht's aus? Ich habe ja noch ein paar von diesen Laserwaffen, deswegen gucken wir mal, dass unsere Leute ein bisschen ausstatten. Ich glaube, er hatte Präzisionsgewehr. Er hat aber eine Pistole. Warum du die Pistole bisher noch nicht benutzt hast, ist mir ein kleines Rätsel. Achso, und sie kriegen alle endlich die Rüstung. Nach dem Vorbild der Legierungen entwickelt, die am Raumschiff der Aliens eingesetzt wurden. Sie sollte leichter und stärker sein als alles, was wir früher verwendet haben. Heißt, unsere Jungs halten jetzt auch ein bisschen mehr aus, was ideal ist. Ach ja, die Mädels natürlich auch. So. Jungs. Was hast du? Du warst mein Lieutenant, mein Sturmlieutenant. Na, Darling, du kriegst hier selbstverständlich auch so eine dicke Bumme. Ich überlege nur gerade. Ich möchte eigentlich auch gerne mal ein Lasergewehr geben. Zumindest aktuell. Ich weiß, deine Shotgun ist auch super geil. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir uns die Laser-Shotgun leisten können. So. Girl, du kriegst auch noch was. Ich möchte ja eigentlich ganz gerne, weil sie eben... Du hast eine Rauchgranate, ehrlich? Ergibt gar keinen Sinn. Dann kriegst du von mir eben das Scope. Scope, Pulsbung. Pulsbung. Scope, Scope. Oh, ja, das haut schon hin. Denke ich. Ich denke, wir kriegen das hin. Transporter ist eingetroffen. Sehr gut. Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Machen wir, kein Ding. So, Freunde der Sonne. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Ist okay, nehmen wir die Birne runter. Alles erstmal so stückchenweise vorgurken, weil wir wissen halt echt nicht, wie es aussieht mit Gegnern und vor allem, wo sie gerade sind. Aber die werden wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des Schiffes sein. Da sind sie. Hi. Okay. Ich glaube, der sieht die aber nicht. Macht nichts, geh rüber. Das Vikinger. Okay, und du gehst bitte. Sie noch nicht. Vielleicht hierhin. Okay, die machen schon wieder. Also es hört sich so an, als wenn die sich gegenseitig verstärken. Ja, haben sie sogar gemacht. Manchmal hört man es. Da sind noch mehr Aliens im Gebäude, aber es sind die normalen. Naja. Beim nächsten Mal dann. Es sind wirklich viele. Also wenn ich richtig gezählt habe, haben wir gerade 9 Feinde. Und mindestens 2 oder einer davon ist hochgepusht. Das heißt, es könnte definitiv unschön werden. Mach mich stolz, Babe. Wie immer. Mein Bester. Du bleibst einfach mal Feldposten. Wir haben hier 2 Leute. 74. Komm, schieß. 74%, du hättest treffen müssen, Freund. Streng dich ein bisschen an.
Auch Granate. Einheiten im Rauch sind schwerer zu treffen. Ja gut, ja. Schmeiß sie einfach hin. Weil da sind doch einige Gegner. Scheiße. Okay, die pushen sich hoch. Ich finde, XCOM ist so ein Spiel, da steigst du relativ schnell durch, aber Problem ist halt diese ganzen Sachen, die du eigentlich brauchst, um Sachen herzustellen. Ich habe es wirklich versucht, ohne irgendwie zu cheaten, das zu kriegen, aber irgendwann haben die mich alle überrannt. Ich hatte keine Leute mehr, nur noch Rekruten und das ist dann relativ schnell hops gegangen. Warum macht ihr alle Feldposten? Das finde ich ein bisschen scheiße. Versuch's. Oh, Babe, ich liebe dich, mein Viking. Ah, der ist super. Du machst Feldposten. Bleibst erstmal einfach da stehen. So. Der trifft doch schon wieder nicht. Schatz, 74%. Ehrlich? Das ist wirklich nicht gut. Ah. Sie auch nicht um. Sehr gut. Okay, hi. Ja, sie ist ein bisschen am Arsch. Das Problem ist, es sind halt relativ viele Gegner in ihrer Ecke. Warum schießt er auf meinen Scharfschützen? Der ist so weit hinten. Nicht ganz klar. Ah ja. Hat auch noch Feldposten. Okay. Okay, also ich glaube, hier drüben sind auch noch Gegner. Deswegen, ich überlege gerade, wie wir es am Schloss machen. Triffst du ihn jetzt bitte mal? Das ist doch nicht dein Ernst. Freund, wir müssen mal ein bisschen Zielwasser trinken, offenbar. 33% ist wirklich nicht viel. Problem ist, die sind alle im... Versuch's. Sehr, sehr gut. Beziehungsweise sie sieht die offenbar nicht richtig und da ist halt das Problem dann einfach. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ich würde aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Also man sollte vielleicht nicht unbedingt mit Granaten um sich werfen. Feldpost. Okay. Na, willst du nicht mal da weglaufen? Nee, will er nicht. Okay. Ja, erstmal da. Der trifft ihn doch wieder nicht. Ach, jetzt. Beim vierten Mal. Daumen hoch. Erledigt. Wir haben seine Deckung weggemacht. Das ist schon mal ein Anfang. Das ist ein hochgepuschter. In diesem Bereich. Lass mal meinen Typen in Ruhe. Hab's hackt. Das ist nicht so gut. Mach mal zurück. Girl, wie sieht's bei dir aus?
Ist relativ gut in der Deckung, der Scheißkerl. Nein, das ist wirklich nicht gut. Nein, jetzt war ohne Spaß, ja, den kann man doch treffen. Renne mit tödlicher Geschwindigkeit. Alienart hilft uns nicht weiter. Unsere Truppen sollten stattdessen eines von ihnen gefangen nehmen. Wir haben doch davon schon eins gefangen genommen. Brauchen wir nicht noch eins? Was klappten die mich so zu? Ich muss erstmal nachladen. Lass meinen Viking in Ruhe. Das steht eigentlich auch übelst offen, aber hey, kein Problem. So, Schatz. Kriegst du dorthin, den da umzuurksen? Gerade nicht. Na gut. Macht nicht! Ich ihn. Bisschen Zielwasser trinken, hilft vielleicht. Ich glaube, er trifft. Sehr gut. Man sieht immer relativ schnell, ob Leute treffen, einfach wenn du wie so eine Cam kriegst, dass die das anurksen. Ne, du musst eh nachladen, dann bleib mal da hocken. Okay. Na gut, lass nur die einfach zu uns rauskommen. Und euch auf euch immer gegenseitig hoch zu pushen, verdammte Axt. Mein Viking, ey. Der ist super. So, Schätzlein, du könntest mal hier reingehen. Zwei Gegner. Okay. Beide 60%, dann ist es wurscht. Ups, ich hab das Ding hoch. Ups! Doch gar nicht. Ich hab das Ding hochgejagt. Naja, gut. Das ist vielleicht nicht super produktiv gewesen, aber es hat geklappt. Sonst hat sich keiner beschwert. Schon mal gut. So, wir müssen mal gucken, wo könnt ihr hier denn hingehen, weil die hocken ja hier drüben. Ganz schön auf Kuschelkurs gerade, die Leute. Was ist denn da los? X-Ray ausgeschaltet. Ich bin leer. Das macht nicht ganz so viel. Nur ein bisschen. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Sehr schön. Sehr schön.
Sieht aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Tja. 18 Kills ist der Gute. Lasst sie kommen. Für kritischen Treffer noch ein Bonusschatten zu für jeden Gegner, den der Trupp sehen kann. Nahkampfspezialist feuert einen Reflexschuss auf jeden Gegner, der sich auf 4 Felder näher Feldboss mit nicht benötigt. Ja, bitte. Mein Viking. So, hier haben wir unseren Unterstützer. Was kann der denn noch schön? Sprinter oder schon kann sich 3 zusätzliche. Mal unser, dass er weiter latschen kann. Okay, jetzt haben wir einen Sturm gekriegt. Das läuft. Ganz gut. Beschädigte Energiequelle. Ja, ich habe drauf geschossen. Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, dann gucken wir mal in unsere schlaue Kaserne. Können wir noch mehr Leute mitnehmen. Sehr, sehr gut. Aber ich mag es immer ganz gerne, wenn man wirklich viele Leute dabei hat, einfach weil du dann abgesichert bist gegen so übelst alles. Commander, es gehen mehrere dringende Hilfegesuche ein. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Wir müssen nach Russland. Vorher speichern wir allerdings. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie, was da wirklich abgeht. Entführung durch ihn zu machen, sehr schwer. Moskau. Monsieur, du kriegst erstmal von mir hier die ganze. Oh, ich will nicht unbedingt ein Heavy mitnehmen. Nimm den mal weg, gib mir mal einen anderen. Im Einsack aktiv mein schwerer. Genau, Monsieur. Ach, das ist er ja sogar. Na gut, dann. Herzlich willkommen. Scharfschütze, die kriegen nämlich alle irgendwelche Nicknames. Das ist ganz süß. Sprinter. Pulsbogen haben wir 2 Stück. Ich dabei, ich gerne 3 Pulsbogen mitnehmen, einfach für den Fall der Fälle. Dass wir welche brauchen. Man kann nie genug lebende Aliens mit nach Hause nehmen. Oh Gott. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatz. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet. Okay, keine Zivilisten. Das ist schon mal schön. Heißt, man kriegt nicht unbedingt diese scheiß Krabbelfieche. Aber vielleicht kriegen wir irgendeinen anderen neuen Alien. Mal gucken. Lass uns überraschen. Komm, Freunde, raus, raus, raus. So. Central, Big Sky hier. Hi. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Mein Scharfschütze platziert sich hier hin. Auf jeden Fall der Fälle. ich platziere mich eigentlich relativ ungern bei Autos. Liegt einfach daran, weil die Dinger hochgehen. Aber gut. Mein Heavy geht da an. Du wartest mal bitte. Du bleibst einfach da hocken. Mein Heavy geht mal. Die werden wahrscheinlich hier drin sein, denke ich mir jetzt zumindest mal. Das heißt, ich sollte Leute schon irgendwo so platzieren, dass sie zur Not schießen können. Machst du mal die Tür auf, bitte.
machst du? Mein Viking. Viking, Darling. Hock dich einfach hier hin. Nein, du machst sowieso Feldposten. Wo sind die denn hier hin? Nicht, dass wir hier allein sind. Warum sind die hier hinten? Also theoretisch sind die hier. Das ist schlecht. Bin ich gar kein Fan von. Aber gucken wir mal. Gut, das ist 4. Lass die mal kommen. Die haben keine Lust zu kommen. Nee, egal, ich bleib jetzt hier hocken. Hört ihr das? Scheiße. Ich höre meinen Typen hier mal wieder vor. Geh mal hier hin, Babe. Feind in Sicht. Da sind welche. Okay. Achtet auf die Flanken. Ist keine Bedrohung mehr. Sehr, sehr gut. Girl, wie sieht's aus? Verdammt! Mhm. Wie weit könnte er denn sprinten? Relativ weit. Gehe zum Angriff über. Viking. Ja, mach halt Fettboss, ist egal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Die sieht den aber auch nicht, ja? %33, das haut bestimmt hin. Wirklich? Sehr gut. Haben wir hier nicht noch einen Gegner? Ach, der wurde gerade mit 33% abgeschossen. Sehr, sehr gut. Okay, mein Scharfschütze, Darling. Du bitte Feldposten. So, ich würde eigentlich ganz gerne hier reinrennen. Mhm. Das sind nämlich welche. Definitiv nicht, Babe. Definitiv nicht. Ich würde die immer ungern irgendwie alle auf eine Ecke packen, einfach weil man halt auch Aliens hat, die Flächenschaden machen können. Und dadurch ist es dann halt doch immer ein bisschen besser, wenn man die so zumindest ein bisschen verteilt. So, Freund, wie sieht es bei dir aus? Ja, immer schön Feldposten machen, das passt schon. Die kommen schon, wenn sie was wollen. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Nee. So ein Feldpostmensch. Weiß ich nicht. Finde ich halt nicht schlecht. Was war das? Na, Gegner, aber.
Die bewegen sich sogar. Aber... wirklich was von ihnen mitkriegen tue ich bisher nicht. Also sie sind irgendwo da hinten in der Ecke. So viel ist klar. Das heißt für mich eigentlich, dass ich hier wirklich mal irgendwie ein bisschen vorrutschen muss. Bestimmt hier dran. Dann wette ich mit dir. Da kommen sie. Siehst du, da sind sie. Die hauen einfach ab. Ach, Quark. Waffe ist entsichert. Jetzt ist brenzlig. Bisschen. Hallo, Biss. Die dürfen jetzt halt nicht schießen. Okay, Freund, du hast so ein bisschen Arschkarte, sag ich mal. Ja. Kriegst du noch ein bisschen Backup von unserem Scharfschützen? Wir sehen uns in der Hölle. Okay, sehr, sehr gut. Ihr Freunde. Ist keine Bedrohung mehr. Hier ist noch einer. Weiß noch nicht, ob ich es riskieren soll, dass sie raus in die... Komm, wir riskieren es. Komm, wir riskieren es einfach. Komm mal hier hin. Und dann schieß sie mit deiner Shotgun ins Gesicht. Bitte. Dankeschön. Sehr gut. Okay, die Frage ist, wo geht die Map hier weiter? Hier geht sie nicht weiter. Das heißt, dass hier wahrscheinlich noch irgendwas ist. Ich glaube, hier drüben. Hier könnte auch noch was sein. Ah. Okay, drehen wir mal ein bisschen die Map. Und gucken erstmal weiter. Oh, da ist noch einer. Natürlich toll, dass ich jetzt die Jungs hier alles so weggerutscht habe. Der müsste hier ums Eck sein. In Feuerposition. Schieß, Baby. X-Ray neutralisiert. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, wo kam es her? Hört jemand Geräusche? Woher denn? Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne erstmal irgendwie alles wieder im grünen Bereich. Kann weitergehen. Hört jemand irgendwo irgendwie irgendwas? Die sind hier hinten. Stehen. Das ist ein bisschen blöd. Weil jetzt müssen wir alle da drüben hin wieder gurken. Aber gut. Kriegen wir alles hin.
Für den Fall der Fälle, dass sie kuscheln wollen. Ich werde ungern wen verlieren jetzt gerade. Der Feind rollt an. Der Feind rollt an. Ja, genau. Voll angerollt. Ich muss den erwischen. Voll in Arsch. Voll in Pops. Ich nehme der Feldposten. Halleluja. So, Girl. Und du kannst jetzt auf Kuschelkurs gehen. Hi. Schieß dich jetzt ab. Tschüss. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Sehr, sehr gut. Lief super. Panik in Indien. Panik in China. Heult halt rum. Ist mir egal. Wir können ja nicht alle retten. Keinerlei Verluste im ganzen Trupp. Keine schlechte Leistung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, Kumpel, wie sieht's aus, Sanitäter? Metz euch mitnehmen. Was haben wir hier? Scharfrichter mit weniger als 50% Gesundheit. Entfernt die Zielverschlechterung beim Reflexschuss und ermöglicht ihm Kretschetreffer. Lieber das. Was haben wir hier? Missionary. Mehr Heilzeug, obwohl wir es aktuell nicht wirklich brauchen. Aggression. Nee, ich bin mehr für defensiv. Sehr gut. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Selbstverständlich. Offizierschule kann ich mir gerade nichts leisten. Okay, kein Problem. Können wir uns gerade auch nicht. Wie sieht es denn mit der Forschung aus? Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, zwei Tage. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Das ist schön. So, wir können noch ein Labor bauen. Bauen wir noch ein Labor. Und vielleicht noch eine Werkstatt. Und vielleicht noch ein Kraftwerk. Für den Fall der Fälle. Läuft. Was wollt ihr? Frist 20. Hage. Was krieg ich dafür? Das ist ja ein Witz. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Okay, dann zeig ich mal her. Forschung war es nicht, es war Hangar-Schiffliste. Sonst, wir haben überall irgendwelche Abfangjäger.